Für eines der Tiere ist heute ein besonderer Tag. Ein Faultier soll heute einen neuen Paten bekommen. Seit einigen Jahren bietet der Verein Zoofreunde Dresden e.V. zusammen mit dem Dresdner Zoo Tierpatenschaften an. Der neue Pate ahnt noch nichts von seinem besonderen Geburtstagsgeschenk. In dem neuen Haus haben wir die Faultiere hier in diesem Bereich untergebracht, nur diesen Besucherbereich, wie das im alten Haus auch schon war, und so, dass die Leute also direkten Kontakt, also nicht körperlich, aber jetzt, dass man ohne Gitter und ohne alles, dass die Tiere direkt beobachten kann. Unsere Faultiere sind eigentlich relativ aktiv. Und heute Vormittag waren sie auch ziemlich viel auf Achse, aber wie man sieht, nach 2 Stunden rummarschieren ist man müde, da will man schlafen. Ich denke mal, für das Faultierpatenschaft, die können sie sich ja dann ins Haus suchen, was sie gerne möchten. Ob den Daniel oder die schwangere Marlies oder... Dann nehmen wir die Marlies. Zumindest ist man dann gleich Patenonkel fürs nächste Kind. Genau. Und wie ist das besondere Geschenk entstanden? Ich habe ewig lang überlegt und habe ich im Internet ein bisschen rumgegoogelt auf der Zoo-Seite und dann bin ich irgendwie dahin gestoßen und dann dachte ich, das passt. Das war alles so unerwartet und es ist ein schönes Gefühl, es sind ja auch schöne, niedliche Tiere. Aber ich mag auch so die Faultiere, also ich finde die schon immer lustig, niedlich. Das Angebot der Tierpatenschaften umfasst ein großes Spektrum an Tieren. Von kleinen Säugetieren über Raubtiere bis hin zu Exoten wie Giraffen. Ob man sich selbst die Freude macht oder anderen ein Geschenk, eine Tierpatenschaft ist immer eine Überlegung wert.